Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession Mirror's Edge. Ich bin nach wie vor der Fennec. Wobei ich diesen Spruch ja jetzt auch mittlerweile endlich mal lassen könnte, nach einem Jahr. Bringe ich denn immer noch jedes Mal am Anfang eine Aufnahmesession. Ja, ist ja schon fast ein bisschen ein Klassiker. So, und wir sollen jetzt zu Ropeburn und mit dem ein nettes Bläuschen halten. Ja! Uah. So. Puh, ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht zu sehr failen werde. Das letzte Mal war ja noch okay, bis auf das Ende. So, wie kommen wir da hoch? Dann gehen wir einfach mal hier über den Karton. Das sollte ja funktionieren, ne? Yes! Und nach oben. Ja! Yeah. So, gehen wir mal da lang. Wir sollen da hin. Dann jumpen wir mal hier rüber. Und jumpen mal hier rüber. Und schon sind wir da. So, und nach oben. Schauen wir nochmal kurz. Da sollen wir runter. Dann an die Wand. Boah. Da habe ich mich nicht getraut, mich abzurollen, um ehrlich zu sein. Dann müssen wir von da nach da springen. Geht das überhaupt? Scheiße! Ach. Dann will man sich nur mal kurz umschauen und schon. Ja. Wie gesagt, das Spiel ist nun mal friss oder stirb. Oh. Das war aber gar nicht meine Absicht. Friss oder stirb, Freunde. Ja! Und wir haben es geschafft. So. Ach, verdammt nochmal, ey. So, und jetzt nach oben. Und ich muss mich hier immer wieder ein bisschen orientieren. So, und dann jump. Und nach oben. Was haben wir da? Da können wir dann wahrscheinlich... Na? Hä, wieso geht denn das nicht? Das wundert mich doch jetzt etwas. Hä? Wieso können wir denn keinen Wandsprung machen? Das wäre doch eigentlich die logische Schlussfolgerung. Na? Geht wirklich nicht. Komisch. So. Schauen wir mal kurz. Können wir hier irgendwie anders rüber? Nee, sieht irgendwie nicht so aus. Wir müssen definitiv da dran. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Denn eigentlich... Also ich mache ja wirklich nichts falsch. Ja gut, habe ich die ganze Zeit gemacht, wenn es nicht ging. Na, mir egal. Naja, wir haben es geschafft. Und zack. Und yes. Und durch die Tür, ne? So. Da müssen wir hoch, so wie es aussieht. Gut. Und rüber und rüber. Tja, Parcoursspiel vom Feinsten, würde ich sagen. So, jetzt hier drunter. Ich muss nur aufpassen. Ich habe auch immer die Angewohnheit, mit Shift zu sprinten, aber Shift ist ja in diesem Spiel hier ducken. Beziehungsweise abrollen nach dem Sprung, deswegen... Naja. Kommt man hier manchmal ein bisschen durcheinander. So, ne? Und ich hoffe nach wie vor auf einen zweiten Teil, Freunde. Das wäre der Oberhammer, wäre das. Aber nach wie vor ist anscheinend nichts geplant, laut DICE, beziehungsweise EA. Ja, EA. War da gerade ein Pfeil? Burfield! Ja, so heißt er ja eigentlich wirklich, der Ropeburn. Okay, da kommen wir nicht durch. Aber da kommen wir hoch, ne? Na! Wusch! Jetzt! Wunderbar. Rein, rein, rein. Und jetzt hier lang. Kommen wir da durch, oder... Ah, okay. Ah, okay. Durch die Lüftungsschächte nähern wir uns unserem Ziel. Ich tue, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang. Klär das mit denen.
In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klargehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Los jetzt, ich hab hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Bin auf dem Weg. Ich nehme jetzt mal ausnahmsweise die Knarre mit. Die lag da wahrscheinlich nicht umsonst. So. Na? Können wir jetzt den Aufzug nicht benutzen? Ach komm. Ist halt auch immer, die Wegfindung ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja, komm. So geht's natürlich auch. Na, ich bevorzuge dann doch den direkten Weg. So. Boah, ich wollte... Also irgendwie lassen sich die Polizisten, glaube ich, gerade ganz schön Zeit. Und vor allem merke ich schon gerade, dass es nicht so... Wieso machst du keinen One-Run? Das gibt's doch nicht. Eieiei. Oh. Die Bullen sind da. Hätte ich besser nichts gesagt. Ja! Und hoch. Noch mehr Kopf. Rauf aufs Dach mit dir. Vergiss nicht, dass du Startfeind Nummer 1 bist. Für die Typen steht auf deiner Stirn dick und fett Beförderung. Ja, jeder Bulle wird wahrscheinlich versuchen, uns zu kriegen. Wobei, Bulle darf ich ja nicht mehr sagen. Bulle ist ja eine Beleidigung. Tut mir leid, jeder Polizist. Wobei ich damit natürlich nicht unsere Freunde und Helfer meine, sondern natürlich die Polizisten hier im Spiel. Nicht, dass da einer auf falsche Ideen kommt. So. Weiter, du hast dich noch nicht abgeschüttelt. Oh, es ist gerade hell geworden. Alter Schwede. Los, los, los. Oh. Öffnet diese Türe. Oh, scheiße. Scheiße. Alter, was? Ey. Ich kann die nicht platt machen. Alter, das sind zu viele und die haben Maschinengewehre. Ja, gut. Interessant. Na gut, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich müssen wir einfach an denen vorbeirennen. Wow. 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 Alter, wieso ist das auf einmal so hell? Oh. Gott sei Dank sind die nicht so akrobatisch wie wir. Und ausgerechnet jetzt juckt mir die Nase, natürlich. So. Und ich habe mal einen Moment Ruhe jetzt. Also mir kommt es vor, als hätte ich in der letzten Aufnahmesession ein bisschen besser gespielt. Ach komm. Na komm, auf. Gut. Ja. Bleibt nur eine vage Hoffnung. Nämlich, dass der Aufzug nicht kommt. Shit, haben sie verloren. So, okay, auf geht's. Oh, wieder die Ratte. Was ist mit der Ratte auf sich hat? Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich
gebe dir gleich weitere Infos. Ah, zum Kran sollen wir, okay. Ah, okay. Dann nehmen wir besser den schnellen Weg. Wobei das ja auch nicht unbedingt der schnellere jetzt war. Die Cops schicken einen Helikopter. Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. Ey, komm! Ey, ist manchmal unglaublich. Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf nicht. Ja, komm, halt die Klappe mal. Das ist halt tatsächlich so. Man muss sich da nicht mal großartig verklicken oder irgendwie. Sondern es reicht tatsächlich, wenn man einfach sich ein bisschen in die falsche Richtung lehnt, sage ich jetzt mal, dass unsere liebe Faith hier vollkommen falsch abspringt. Oh, komm, du willst mich doch verarschen. Wer einer sagt, ich hätte keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Ja, so. Yes. Und zack. So, los, los, los. Da kommt der Heli wieder. Zu den Kränen muss ich los, schnell. Wo muss ich denn jetzt hin? Was da? Okay. Ui. Uiuiuiui. Wow. Achtung, Kopf voraus. Sieht aus, als müssen du kämpfen. Nein. Komm, den Helikopter, den holen wir uns. Du hast halt gegen die im Nahkampf schon kaum eine Chance. So. Geh jetzt. Aber immerhin bekommen wir ihre Waffen, das ist doch schon mal was. Los, vorwärts, 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 Faith. So. Okay, ich glaube, ich krieg's langsam wieder auf die Reihe mit der Steuerung. Na, so. Da sollen wir lang. Oh, Mist. Ich glaube, ich war gerade richtig sogar. Ne. Boah. Shit. So, nach oben. Jump. Ist wieder so ein merkwürdiges Symbol. Oh, was haben wir hier? Oh, 1 von 3. Okay. So, und ab durch die Tür. Zack. Und in den Fahrstuhl, los. Cool auch, dass der Fahrstuhl schon immer da ist und wir nicht noch warten müssen. The newest threat to children? Running? Wie bitte was? 5 signs someone you know might be a runner. Telltale scuffmarks on their clothes? Die haben sie wohl nicht mehr alle. The newest threat to children, running. Okay, das Gefährlichste für Kinder ist also zu rennen. Am besten, sie bleiben auf dem Sofa sitzen, vor der Klotze, lassen die Nachrichten laufen und mimen den Zufriedenen. Das ist natürlich das Beste für die Kinder. Auf jeden Fall bin ich auch ganz ihrer Meinung. Ich weiß gar nicht, was die gegen diese ganzen Medien hier haben. Die sind doch vollkommen legitim. Und erinnern schon ein bisschen stark an die Realität. Ist ja heute teilweise auch so, ganz ehrlich. Alles, was im Ansatz irgendwie gefährlich erscheint, und mit gefährlich erscheinen meine ich, es besteht zu 0,00002% die Chance, dass man sich dadurch vielleicht mal den Zeh verstaucht. Ja, das wird dann ja heute als gefährlich deklariert. Und die größte Gefahr geht natürlich nach wie vor vom Computerspielen aus, ist klar, ne? Ich meine, wenn ich da an diverse Amokläufe denke, ne? Amerika. Und es so lächerlich war, Mass Effect dafür zu beschuldigen, also tut mir leid, Leute. Amoklauf ist was Schlimmes, aber ganz ehrlich, das ist das Erbärmlichste, was ich je, je,
jemals mitgekriegt habe. Weil der Bruder, okay, ich will jetzt nicht weiter drauf rumreiten, aber weil der Bruder die Seite geliked hat, ist der Amok, ist das Spiel auf einmal dafür verantwortlich, dass der Amokläufer einen Amoklauf begangen hat. Und dann noch die ganzen Eltern, die dann da noch so einen richtigen Shitstorm entfesselt haben gegen Mass Effect. Also, tut mir ja leid, Freunde, aber irgendwo hört es auch auf.